So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von EU. Wir sind ja auf der Suche nach Redstone und deshalb suchen wir Redstone. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben eine Sackgasse hier. Lassen wir uns mal überraschen. Ah ja, stimmt. Die Monster haben noch gefehlt, genau. Jetzt ist gut, wir können wieder hier runtergehen. Deep Iron nehmen wir mit. Haben wir noch eine? Nein, wir haben noch keine Eisenspitzhacke mehr. Das, was ist denn das? Ein Silver Skeleton. Klaros. Oh, weg damit. Puh, der ist einfach gestorben. Und hat keine Explosion gemacht. Ah, wahrscheinlich, weil ich Mob Griefing ausgemacht habe, genau. Gut so. Weil ich finde Creeper einfach, die zerstören halt alle Erze und so. Ist nicht gut. Ja, glitsch doch auf die Seite. Ich brauche Redstone. Ich brauche nichts anderes. Ah, nicht. Oh, die Kekse geben auch nur einen Hunger, genau. Hallo, du hast einen schönen Hut an. Gib mir den Hut. Wo ist der Hut? Ah, like the Sir. Ich brauche Redstone, nichts anderes. Nur Redstone. Gib mir Redstone. Hier unten gibt es halt wieder vermehrt Monster. Ist nicht so gut. Das war ein Trank. Berry dort. Nehmen wir mit, das tönt so gut. Und das ist das Rauschen. Oh Gott. Nicht gut, wenn das so rauscht. Und wieder weg. Sollten wir. Wir gehen jetzt mal hier durch das Marble. Ich will kein Rauschen. Ich muss auf die Spitzhacke Acht geben. Sonst müssen wir eine neue machen. Ein Pferd. Okay. Eine Pfeilfalle. Hier haben wir ganz viele Sachen. Amboss, drei Stück. Oh Gott, ist das Hammer. Theumerz. Da drüben ist auch noch eine. Oh Gott, das sind. Oh Gott, das sind ganz viele. Uiuiui. Irgendwo hier. Nochmals ein. Da. Da haben wir auch gut. Haben wir hier den Redstone. Und wieso leckt das so hier unten? Hallo? Hey. So. Es war Fraps. Ja. Und hier drüben ist auch noch ein. Oder was? Ach, egal. Machen wir uns hier mal eine neue. So. Gut. Dann weiter.
waren wir hier nicht. Oh Gott. Haben wir irgendwelche Debuffs? Nein. Was? One-Hit tot? Ja, sicher, One-Hit tot, ganz klar. Ich hab nicht gesagt, ich möchte One-Hit tot sein, gell? Ach, komm, nicht lecken. Hallo, da habe ich nicht bestellt. Weg damit. Und natürlich Gatekeep Inventory nicht, wenn dieser scheiß Mod drin ist. Natürlich muss man alles irgendwie umständlich wieder reinlegen ins Inventar. Genau. Jetzt lege ich alles mal irgendwo hin. Ja, okay. Was kann ich weglegen? Eisenbeere. Ah, das geht auch noch nicht. Pflasterstein. Druckplatte. So. Ich brauche jetzt. Ah, nicht schon wieder. Kann man die nicht ausstellen? Wo ist denn hier eine. Wieso ist es schon wieder so laut? Und immer noch so laut. Hier. Oh Gott. Ich mag den Mod nicht. Der ist zu laut. Ah ja, mehr Truhe. Danke. Sehr nett. Eine Falle. Hätte ich das gewusst. Oh, ein... Ach Mann, was ist denn los? Ah. Was ist denn mit diesem Mod los? Es leckt, ich kann nicht steuern. Überall sind laute Geräusche. Wir sind plötzlich hier oben. Ich möchte nur dort unten. Ja toll, jetzt haben wir alle Items verloren. Genau. Geht die MWW besser? Es wird ja MWW besser mit diesem Scheißmod. Alles ist zu laut. Und die Monster sind völlig übertrieben. Naja, so habe ich irgendwie keinen Spaß mehr. Jetzt kommen wir nicht mal mehr runter. Wir wissen nicht mal, wo wir sind. Oh. Dann werde ich mal mir was überlegen. Ich denke, wir machen hier fertig, aber wir nehmen einen anderen Mod. Der ist genauso gut. Auch ähnlich. Der heißt Attack of the B-Team. Und den benutzen wir ab jetzt. Als ja, als Nachfolgeprojekt. Tut mir leid, aber der Mod ist nichts für mich. Er ist völlig in ja, unbalanciert. Die Geräusche sind zu laut, es leckt die ganze Zeit und so weiter. Die Dungeons sind zu hart. Ja, tut mir leid, aber ich werde sobald wie möglich dann Attack of the B-Team Let's Playen, und wenn das halt auch noch scheiße ist, dann weiß ich nicht, was ich, dann spiele ich halt ohne Mods Minecraft fertig. Also mal das Drake-Projekt. Ich will einfach nicht so weitermachen. Zum Beispiel haben wir überhaupt keine gute Nahrung. Es sind überall nur die gleichen ein oder ein halbes nahrunggebendes Zeugs, aber nicht mal anständige Nahrung. Und so soll man überleben bei diesen Monstern, die sich immer in die Luft sprengen. Überall hat es Fallen. Nein, danke. Das können Profis spielen, aber ich nicht. Ich kenne die Sachen nicht und mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Also dann gibt es
Ab jetzt Attack of the B-Team. Und ja, was der Mod so gut macht, also das Modpack so gut macht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, in der ersten Folge von Attack of the B-Team. Bis dann, tschüss.